Wir beschäftigen uns heute mit Kreativitätstechniken. Wenn Sie dieses Wort jetzt hören, was würden Sie ganz spontan damit assoziieren? Kreativitätstechniken würde ich einmal spontan sagen, Innovation ordnen, Innovation und Ideen ordnen. Das ist so der erste Eindruck auf diesen Terminus. Und was bedeutet er wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, Kreativität in geordnete Bahnen zu lenken, um sie entsprechend effizient zu machen. Da spanne ich den Bogen zu dem Ausdruck Wissenstransfer, aktiver Wissenstransfer. Ideen werden generiert, Innovationen kommen zustande und in der Folge geht es darum, die auch in den Markt zu bringen und auch an den Mann zu bringen. Wir bleiben auch beim Thema Kreativität. Inwiefern zeichnet sich da der Wirtschaftsstandort Graz aus? Ja, ich glaube, in Graz ist es heute so, dass Wirtschaft nicht mehr qualmende Schlote bedeutet, sondern qualmende Köpfe. Graz ist Wissensstandort ersten Ranges. Bestätigt sehen wir das durch eine Forschungs- und Entwicklungsquote, die weit über dem EU-Durchschnitt liegt, eingebettet in einer Steiermark, die eine Innovationshochburg ist. Wir haben 4 Universitäten, wir sind der größte Fachhochschulstandort Österreichs. Da ist die Herausforderung. All das Wissen, das hier generiert wird, all die Spin-offs, die von den technischen Universitäten weggehen und Hightech-Produkte entwickeln, dass man all die in geordneten Bahnen unterstützt, am Markt erfolgreich zu sein, bis hin zu den großen Unternehmen, Roche Diagnostics, AVL, das sind Hochtechnologie-Firmen, auf die wir stolz sind und das macht Graz als Wissensstandort aus.